Babypuppen. Hast du Durst? Okay, ich hab ja Wasser für dich dabei. Schau, da ist dein Fläschchen. Hier, Sonnenschein. Und jetzt spielen wir. Schau, das sind Puzzleteile. Und zwar in Tierform. Sollen wir sie an ihren Platz setzen? Okay. Das ist ein Hund. Wo kommt der Hund hin? Na, hierhin. Und jetzt? Der Elefant. Mal sehen, wo sein Platz ist. Schau, da ist ein Bild von ihm. Prima. Schau mal. Das ist eine Giraffe. Sie hat einen langen Hals. Wo kommt die Giraffe hin? Ihr Platz ist... hier. Und wo sind die anderen Tiere? Sowas aber auch. Einige Teile des Puzzles fehlen. Oh, schau mal. Das ist ein Panda-Bär. Er hat uns ein Puzzleteil gebracht. Das kommt auch an seinen Platz. Na also. Danke, Panda. Ja, Babyborn. Es fehlen immer noch zwei Teile des Puzzles. Was ist denn Sonnenschein? Schaut mal, wer da kommt. Eine Schildkröte. Sie hat uns auch ein Teil des Puzzles gebracht. Das muss auch an seinen Platz. Ah, hierhin. Dankeschön, Schildkröte. Jetzt fehlt nur noch ein Teil. Wo könnte es denn sein? Hä? Ist ein Tiertransporter. Ist da etwa das Puzzleteil drin? Oh, das ist ein Löwe. Prima. Er hat uns das letzte Teil gebracht. Unser Puzzle ist fertig. Danke schön, Löwe. Warte, ich helf dir. Spring rein. Danke schön, Transporter. Wir haben alle Teile an ihren Platz gesetzt. Sollen wir es nochmal machen? Okay. Wie ihr seht, gefällt Babyborn ihr neues Spielzeug. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann drückt bitte auf Like. Tschüss! Babyborn, bist du soweit? Baby!
Babypuppen. Sonnenschein, du musst schlafen. Sch, sch, sch. Sie hat sich wieder aufgedeckt. Die Kleine weigert sich heute, ihren Mittagsschlaf zu machen. Wein doch nicht, mein Schatz. Was hast du denn? Ich hab dich gefüttert, deine Windel gewechselt. Wo willst du denn hin? Na sowas. Sie ist auf den Sessel gekrabbelt. So wie es aussieht, möchte Babyborn hier schlafen. Wahrscheinlich, weil sie hier mehr Platz hat. Okay. Ich glaube, dieses Bettchen ist für Babyborn zu klein. Sie braucht ein größeres Bett. Tada! Hier haben wir ein größeres Bett. Schau, ein rosa Schmetterling. Das ist ein Stockbett. Es sind zwei Betten. Jetzt können Babybons Freunde auch mal bei uns übernachten. Hier haben wir eine Leiter. Gefällt dir dieses Bett etwa nicht? Na dann komm. Babyborn, und was hältst du von dieser schönen großen Wiege? Schau mal. Da ist Minnie Maus. Warte, ich helfe dir. Jetzt kann ich dich immer in den Schlaf wiegen. Na, gefällt dir dieses Bett? Hey, was machst du denn da? Du darfst nicht alleine aus dem Bett klettern. Na komm, schau, wie hoch das Bett ist. Du hättest runterfallen können. Ich glaube, diese Wiege gefällt der Kleinen auch nicht. Hier habe ich noch ein Holzbettchen. Babyborn, was hältst du von diesem Bett? Es ist auch nicht zu hoch. Dieses Bett gefällt der Kleinen. Jetzt kann sie endlich ihren Mittagsschlaf machen. Tschüss! Babypuppen! Erst die Halskette und dann das Armband. Jetzt kann ich die Schachtel zumachen. Und zum Schluss kommt noch eine Schleife drauf. Das Geschenk ist schön verpackt. Babyborn, jetzt du! Hallo Freunde, Babyborn und ich sind auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Babyborn hat von mir auch ein Armband und eine Halskette bekommen. Jetzt mache ich Babyborn für die Party zurecht.
Sonnenschein, wir müssen dich umziehen. Suchen wir uns etwas aus. Kapuzenpullover, T-Shirts, Leggings und Hosen, Mützen. Hier haben wir Bodies, Röcke. Wir haben eine große Auswahl. Los geht's! Dieser Einhorn-Overall ist schön. Dazu passt dieses T-Shirt mit grünen Pünktchen und eine lila Mütze. Nee, das gefällt mir nicht. Statt dem Overall könntest du diesen Rock anziehen. Und diese Mütze. Das ist auch kein richtiges Party-Outfit. Okay, wie wär's mit dieser Schmetterlings-Leggings? Dazu ein rosa Einhorn-Pullover und eine rosa Mütze mit kleinen Öhrchen. Das ist zu sportlich. Was denn dann? Hey, wo willst du denn hin? Was haben wir denn da? Schaut mal, was Baby Bon gefunden hat. Ich hatte dieses neue Kleid total vergessen. Baby Bon, möchtest du dieses Kleid auf der Geburtstagsparty anziehen? Mal sehen, ob es dir passt. Dieses rosa Kleid ist wunderschön. Ziehen wir es dir an. Den Body ziehen wir aus. Kuckuck. Hoch mit den Armen. Bravo. Du siehst hübsch aus. Fehlt nur noch ein Haarband. Schaut, wie schön diese rosa Schleife glänzt. Jetzt die Schuhe. Und was haben wir hier? Weißt du, was das ist? Das ist ein kleines Täschchen mit einer Rose drauf. Da können wir den Ersatzschnuller reintun. Da ist er. Na also, diese Tasche trägt man am Handgelenk. Zu diesem Kleid passt natürlich ein rosa Schnuller. Jetzt ist Baby Bon bereit für die Party. Das Geschenk dürfen wir nicht vergessen. Gehen wir. Mach Winke, Winke. Sehr schön. Tschüss, Freunde.